Also bei mir laufen immer mindestens 4, 5 Sachen parallel. Immer mal für einen Tag oder zwei und dann wieder das nächste. Und fast immer in Serien, damit man immer schön wieder reinkommt. Wenn es jedes Mal ganz neu ist, hat man Motivationsprobleme, sich immer wieder daran zu rufen. Aber es läuft immer alles parallel. Sieben Hunde gibt es, oder 7 Tiere. Und 4 sind jetzt realisiert. Was die jetzt darstellen, weiß ich auch nicht. Also die wird jedenfalls von allen Leuten mit einem Lächeln angenommen. Und ich wüsste jetzt keinen Kollegen, der sowas auch macht. Es gibt natürlich die Monster Miro. Max Ernst gibt es manchmal so. Kleine Modelle, groß, hochgepustet. Das war ein Modell gebaut. Ich habe es leider nicht im Moment nicht zur Verfügung. Vielleicht so groß, 1 zu 10. Und dann umgesetzt in Frankreich gebaut als Sommerprojekt, weil mich jemand gefragt hat, eine Bibliothek zu bauen für die Basler Messe auf dem Bücherstand. Dann habe ich mit einem Musiker so 10, 12 Tage das Ding zusammengebastelt und die haben es 1:1 realisiert. Mit der Gedanke, dass die Bücherregale das tragende Element sind. Also statt Wände Bücherregale und eigentlich nur verkleidet. Der Gedanke war schon Hybrid aus Schiffsbau und Instrumentenbau. Das ist sehr, sehr komplex und hat sich eigentlich ohne jede Zeichnung, außer dem Grundriss, aus einer Bastelei entwickelt. Dass einem Sammler mal dem der Kamin gehörte, gemalt auf Papier mit Lackfarbe, dem ist ausgerechnet Kamin, das ganze Haus abgebrannt und das Bild der Kamin auch. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich versuche mal das als Druck zu reproduzieren. Und dann habe ich mir die Vorlagen genommen von der Serie, das waren 15 Blätter. Also imaginäre Ansichten einer Burg, habe die ausgeplottert in Schwarz-Weiß und überall die Farben dran gemalt und die Holzstrukturen, habe das mal im Drucker gebracht und das Resultat war so sensationell gut, dass es dann gleich 9 Motive dazu gab. Aber mehr konnte man nicht realisieren. Ist technisch hoch anspruchsvoll, versteht kein Mensch. Gerade Druckspezialisten wissen nicht, wie das geht, weil es ist in einem Rutsch gedruckt. Aber aus 50, 60 Teilen, die ja alle feucht gehalten werden müssen. Ja, da musste ich immer nach Köln fahren, in die Keramikwerkstatt. Nils Dietrich heißt der. Und ich hatte irgendwie einen Höhenflug oder irgendwas, weiß ich nicht. Jedenfalls, jede Stunde kam ein so ein Tonklotz und der Sport war, eine Form zu suchen für eventuell Großskulpturen. Und ich hatte immer exakt eine Stunde Zeit oder 50 Minuten, dann die Raucherpause. Da eine kleine Figur drauf zu modellieren. Immer denselben Klotz. Also immer dieselbe Größe. Das ist ein bisschen Arbeit. Das dauert immer eine halbe Stunde, um diesen Klotz im Metallrahmen zu machen. Ich modellierte rum. Und wenn es gut war, habe ich das gelassen. Und wenn es schlecht war, habe ich ein Brett draufgehauen. Und alle haben total zusammengezuckt.
Und das 5-6 Mal am Tag, dann jede Woche. Und am Schluss hatte ich dann 120 solche Skulpturen, kleine Keramiken. Auch gleich immer 10, 20 Stück glasiert, ohne dass das gebrannt war. Keine ist kaputt gegangen. Und die Recherche hat dazu geführt, dass das in Regalen gezeigt wurde mit 50, 60, 80 Stück drin, wie so ein Warenlager. Ich glaube, 6, 7 Jahre habe ich daran gearbeitet, bis mir die Vorlagen ausgegangen sind. Das habe ich nämlich in die Gießerei getragen zu dem gelernten Bildhauer. Und der hat mir die um den Faktor 6,5 oder 7 in Styropor vorgerichtet, einen Rohling rausgeschnitten. Und dann konnte ich daran arbeiten. Tische war genau der Arbeitstisch, den die Gießerei für Modellarbeiten hatte. Ich habe den nur um 7 cm erhöht, sodass man im Hubwagen drunter fahren kann. Die habe ich alle alleine bewegen können, aufstellen können, ohne Hilfe, nur ein bisschen Rangierhilfe. Das ist keine besondere Erfindung. Der war da, war ein Ready-Made, und ansonsten so einen Sockel zu transportieren, wäre schon ein Desaster. Aber es hat sich in der Produktion, war immer ein schöner, ein schneller, ein hässlicher, eine komplette, dann wieder ein Torso. Das war so ein 6, 7 Jahre, so ein Auf und Ab der Gefühle. Und dann ist aber auch gut. Das sind ja keine Räume hier. Das wird zwar gesagt, das sind Räume, aber das sind Felder, die eigentlich keinen Horizont haben. Und wenn man die Ecken und die Wände nicht definiert, verliert sich das alles. Es gibt ja Künstler, die stellen einfach eine Cola-Dose in die Mitte, das ist es dann. Also geht ja auch. Aber so habe ich diese Räume eben aufgefasst, dass es auch durch die transparente Decke, dass es eher Felder sind mit einem, dass man an den Horizont denken muss, dass sich das nicht alles auflöst in Heiligkeit. Per Zufall wollte mein Keramiker Keramikplatten wegschmeißen. Ich sage, nee, wir brauchen, lass mich mal eben glasieren. Und die sind so gut geworden, hatte ich nämlich die französische Flagge. Also rot, weiß, blau. Und dann war das also festgelegt und war sehr erfolgreich. Ich habe mich gewundert, dass man immer noch abstrakte Bilder malen kann. Das ist speziell für hier gemacht, die falschen Fahnen, die Fake Flags. Also Fahnenfarben, die es im Grunde nicht gibt. Das müsste man mal gucken, ob es den wirklich doch nicht gibt, aber es könnte die Ukraine sein oder Uganda, ich weiß es nicht. Nee, es war folgendermaßen, es war 1981, ging ich auf dem Friedhof spazieren und dachte, oh, da muss man sich ja langsam mal kümmern, dass man stirbt. Also irgendwann kommt ja der Moment, wo man als Jugendlicher oder als Halberwachsener denkt, es ist, kann ja auch mal zu Ende sein. Und was dann? Dann habe ich mich also hingesetzt und einen Grabstein entworfen, in verschiedenen Varianten. Einmal als Bushaltestelle, ein Grabstein, also warten, bis der Tod kommt. Oder eben als Modell. Als Holzmodell, in dem Maßstab, wo alle meine Modelle sind, in dem Maßstab 1:20. Das benutzen eigentlich nur die Bühnenbildner, die Architekten benutzen den Maßstab nicht.
Und dann eben als Bild gemalt, wo dieser Grabstein dann in die Häuserzeile passt, also 15, 18, 20 Meter hoch ist. Und da gibt es einen ganzen Schwung von, aus so Gipsresten und Telefonbüchern, Pappmaché, ich glaube 6 oder 7. Ist mir jetzt erst aufgefallen, wie waghalsig das war, die Körperöffnung als Schutzraum zu betrachten, sich also in sich selbst zurückzuziehen. Also ich kriege den Grundstück angeboten in der Nähe von der Insel Homburg. Das ist so ein Skulpturen Architekturpark mit Sammlung, ziemlich einmalig auf der Welt. Und keiner wollte das haben, nur war Weihnachten und ich konnte nichts machen in den Werkstätten. Als erste Skizze, nachdem ich das Grundstück gesehen habe und die Größe gut fand und den Preis total in Ordnung fand, habe ich an den Weihnachtstagen mir eben mit Streichholzschachteln und Pringelchips so die ersten Gedanken gemacht, wie man sehr einfach große Räume überspannen kann, nämlich mit einem Foliendach. Zu dem Projekt gibt es allerdings 7 Modelle und das ist das Größte. Da sind ja immer Leute drumherum, die das rechnen, zeichnen, entwerfen, genehmigen und muss ja immer einen Grund haben und auch einen Ort haben. Also das ist eine gute Entspannung, Häuser zu basteln. Ja, der Mann im Matsch ist speziell. Da bin ich jetzt schon 36 Jahre mit beschäftigt. Es war damals ein Filmbild von einem Film, der sehr bekannt war, von Tarkowski. Ein Mann, der bis zu Knien durchs Wasser wartet und nichts anderes macht. Und der ursprüngliche Männchen ist aus Kerzenwachs so groß und ich kriegte den nicht zum Stehen. Da war zwar Draht drin, aber der kippte immer um. Dann habe ich in so eine kleine Schraubenschachtel reingestellt und Wachs reingegossen, dann hielt er. Hat allerdings die Füße verloren. Und ist, man kann jeden Bildhauer fragen, Hände und Füße ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, da eine Lösung zu finden. Und die Lösung war so schlagend, dass ich mich da jetzt 36 Jahre mit beschäftige. Das kam aus demselben Projekt, auch wiedergefundene Modelle, die waren dann allerdings so groß, aber von einem anderen Mitarbeiter gemacht. Nicht meiner, sondern von der Gießerei, der richtig Bildhauerei gelernt hat. Und die waren zu schade zum Wegschmeißen, dann habe ich nur überarbeitet. Und dann auch mit Zwischengrößen, also die gibt es auch so groß. Und dann, irgendwann musste ich das Gesicht abschneiden, weil es ja nicht von mir war. Und das andere Gesicht habe ich dann selber modelliert. Das ist aus derselben Serie, aus demselben. Das ist ein Großprojekt in meiner Heimatstadt in Oldenburg, Mann im Matsch. Der hat dann so eine Wünschelrute in der Hand, ist 6 Meter, 7 Meter hoch. Und aus allen Großprojekten fallen immer noch so Kickoffs ab, die man dann weiter treibt. Was bei weitem zu kurz kommt von allen Dingen, sind die Aquarelle, also die Heimarbeit. Da bin ich immer zu erschlagen. Es dauert nur 5 Minuten, so ein Aquarell zu machen, aber es sind mittlerweile höchstens 20 im Jahr. Also es gibt nicht viel Fotos. Es gibt auch keine Ahnengalerie. Ich glaube, die Jazzmusiker, die haben eine Ahnengalerie, aber die Bluesmusiker haben das meines Wissens nicht. Jedenfalls habe ich 20 gemacht aus 100 Wikipedia-Fotos vom Bildschirm abgemalt.
Das Überraschende ist, dass so ein kleines Aquarell von 28 mal 34 Zentimetern eine echte Zugabe zu einem tonnenschweren Skulptur ist. Und ich glaube, das funktioniert sogar auch hier.